Was fehlt denn jetzt noch, wenn man so guckt? Ein paar Pfeiler fehlen noch und ein Haufen Zaun. So, das heißt, das Ganze, was jetzt hier ist, können wir erstmal mitnehmen. Dazu sollten wir die Axt einfach auspacken. Gut. Kein Platz für Inventar, im Inventar. Können wir was stapeln? Zack. Das brauchen wir nicht. Ja. Das brauchen wir nicht. Noch irgendwas. Das ist ziemlich wertvoll. Vor allem, wenn wir sprengen wollen. Das braucht man nicht. So, anschieben. Einsteigen und wir fahren erstmal rüber. Damit haben wir zumindest schon mal einen Teil der Strecke zum Teil fertig. Fehlt hier nur noch der Cleanstone und die Ausleuchtung. Wir werden wahrscheinlich wieder mal vor der Dunkelheit nicht zurück sein. Damit könnten wir zumindest schon mal Sand abbauen. So, der kommt daran. Dazu kommt der Redstone dahin. Das Gebäude werden wir so nach und nach erstellen. Wahrscheinlich aus Sandstein. Mit einem Holzdach drauf. Würde sich anbieten. So, jetzt gucken wir erstmal, wie es aussieht mit Inventarplatz. Ja, nee, ist klar. Mist. Ich hätte vielleicht mal einiges abladen sollen. Und wieso haben wir eine zweite Lore dabei? So, einiges an Zaun brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Der kommt also erstmal weggehauen. So, dann passen wir ein wenig diese Strecke hier an, oder beziehungsweise damit. Das weg. Gut. Zaun. Zack. Das ist nicht gut. Das können wir nicht gebrauchen. Jetzt kommt hier so schnell keiner drauf. Es sei denn, er nimmt Umlauf und springt darüber. Nicht so wie ich, dass er vorbeispringt. Aber das bisschen Risiko gehen wir ein. Den Rest machen wir hier vorne zu. Passt. Hier hätten wir das Ganze ja schon fast austandiert. Dann machen wir es mal so. Dann kann auch keiner mehr drauf springen. Ja, gefällt mir. So, das weg. Das auch weg. Die Fackeln werden da nicht mehr benötigt. Der Sand, der kommt hier erstmal weg. Zumindest so weit. Das reicht. Nein, der kommt hier ganz weg. Dann kommt diese Schicht hier auch noch weg. Klar könnte jetzt ein Spieler drauf rumspringen auf dem Zaun, der gleich hier so gebaut wird. Aber ein Zombie oder irgendein Monster, was relativ langsam ist, springt davor. Nochmal ausprobieren. Ne, da kommt er nicht rüber. Wird schwer auf jeden Fall. Vor allem geht ja meistens so. Und nicht so. Gut, wir brauchen auf jeden Fall jetzt einen Haufen Zaun und erstmal müssen wir was essen. Zaun haben, ja, Workbench haben wir dabei. Holz haben wir auch dabei. Aber nicht genug Platz für Stickies. Oh. Passt. Wusste ich doch. Irgendwie geht das schon immer.
Hahaha. Gut, das erstmal draufsetzen. Eins von den beiden jetzt einkassieren. Gut, beides sogar einkassieren. Dann machen wir erst einmal wieder einen Haufen Zaun. Die Fackel kommt auch mit. So. Irgendwo wollen wir ja auch mal rein in den ganzen Kram. Also machen wir hier erstmal eine Tür hin. Da eine Tür ist, kommt da auch eine hin. Die schieben wir mal weg. Die fährt erstmal eine Weile. Na? Wird nicht mehr aktiviert von der Boosterschiene. Gut. Boosterzaun, da ist er. Ja. Mit bestimmten Dingen hat man halt sein Kreuz. Und so viel Zaun muss halt sein. Da kommt schon die erste Spinne. Und damit haben wir wieder ein paar XP kassiert. So, wir brauchen jetzt auch nur bis hier, weil da sind wir schon wieder einiges vom Boden weg. Wie sieht das denn aus? Viel Platz haben wir nicht. Mal anschubsen und wir fahren mal ein kurzes Stück. Dann können wir zumindest die Truhe ablegen. Nein! Schwein gehabt. Aus dem Grund will ich Zaun um die Strecke haben. Und hier ein wenig ausleuchten. Hier ist mir das effektiv zu dunkel. Muss ja nicht gleich hin zum Kunst spawnen hier. So, jetzt ist auf jeden Fall heller. Und das Monster ist weg. So, da hier so ein Gebäude hinkommt. Würde ich sagen, hier die Truhe hin. Sieht gut aus. Und daneben ploppt man auch gleich den Ofen. Dann haben wir eigentlich alles hier. So, jetzt gehen wir auf Monster Hatz. Ha. Und erledigt. Da ist noch einer. Ha. Und noch einmal. Geht doch. Schon Level 16. Ist doch mal gut. Können wir übrigens mal wieder ein bisschen Kohle da reinstecken? In der Hoffnung, dass wir nicht gleich überfallen werden. So. Genau. Ausleuchtungstechnisch haben wir ja relativ viele Probleme, weil wir noch keinen Cleanstone so weit hatten. Da ist eine Spinne. Die wird aber auch nicht überleben. Zack. Und die nächste. Und Geronimo. Und noch einer. Und noch einer. Und davon gleich ein paar erledigt. Pfeiletechnik. Wie sieht es denn da aus? Wo sind die Pfeile? 25, also langsam könnten wir uns auch mal wieder einen Fernkampf begeben. Hier haben wir einen Haufen Cleanstone schon verlegt, das heißt, wir könnten hier mal ausleuchten. Wow. Schon fast 40 Minuten aufgenommen und immer noch den gleichen Mist. Soll man ja kaum glauben, wie lange sowas doch dauern kann. Gut. Es wird wieder hell. Gut.
Oder doch nicht. Und ein Creeper. Jo, räum uns mal den Weg hier frei. Ja, das schaffst du auch nicht, uns zu erledigen. Da ist noch ein XP-Bällchen. Hier kassieren wir erstmal den Sand ein. Ja. Also wenn man so den Monstern auf freier Strecke begegnet, ist es nicht ganz so gefährlich. Wenn sie einem nicht gleich in den Rücken fallen. So. Moment, mir tut mal kurz das Ohr weh. Ich muss mal das Headset umsetzen. Ah, da ist der Ausschalter. So, wieder da. Irgendwo habe ich gerade einen Zombie gehört. Da ist er. Ich hoffe, dass es mit dem Mikrofon jetzt noch passt, einigermaßen. Und ich nicht so stark reinpuste. Eigentlich sollte es nicht. Die Geräusche waren wahrscheinlich gerade vom Mikrofon verschieben. So. Wie sieht es mit Klinstern aus? 18. Redstone packen wir da rein. Die Fackeln packen wir da rein. Die Schienenbremsen, die erstmal nicht hier mehr brauchen. Cobblestone, haben wir noch ein bisschen was dabei? Sand, Sandstein haben wir auch. Sandstein haben wir. Gut. So, der erste Teil der Mauer steht schon mal. Ja, na gut. Nicht ganz. Genau, uns fehlt noch ein Haufen Zaun, den ich herstellen wollte. Wenn wir schon mal hier sind. So. Dann wenn das auch noch alles in Stöcker wandeln, dann passt das so, passt das so. Zack. Naja gut, ist nicht allzu viel. Mehr Holz haben wir auch nicht dabei. Das heißt, wir behalten die Stöcker erstmal. Den Cleanstone nehmen wir nochmal mit. Dazu reißen wir erstmal das hier ab. Weil hier muss mindestens dafür Cleanstone hin. Zack. Genauso wie den da. Ah, nicht die Schiene. Zack. Die Schiene. Zum. Und dazu nochmal die Fackel. Und ich sehe gerade, wir müssen was essen. Lecker. So. Cleanstone rein und los geht's. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ah, hier vorne gleich. Na, so weit weg sind wir ja schon gar nicht mehr. Sind zwar noch ein paar Meter. Aha. Und so dauert es auf jeden Fall ein bisschen länger. Ein Nachteil hat das dauernde Sprechen. Man kriegt ziemlich schnell einen trockenen Mund. Ja. So viel dazu. Gut. Zack. 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 Gut, können wir den Zaun gleich setzen gehen. Ja, trockener Mund ist natürlich unschön in meinem Let's Play. Vor allem, wenn man viel quatschen muss. Aber ich war ja so schlau, mir was hinzustellen. Da ich ein Headset leider benutze zum Aufnehmen und kein freistehendes Mikrofon, werde ich doch wohl gleich mal das Headset ausschalten. Was mache ich denn hier? Doch, passt. Zack. So. Genau. So.
Das sollte passen, dass wir keinen Besuch mehr. Dass wir keinen Besuch mehr kriegen. Ja, nee, ist klar. Gut. Jetzt bekommen wir auf jeden Fall keinen Besuch mehr, oder? Gefällt mir nicht, aber das bisschen Risiko gehen wir ein. Sind wir eigentlich auch allzu breit. Gut, das bisschen Risiko geben wir halt ein. Sollte reichen. Außerdem müssen wir ja auch irgendwo hochkommen. So, gut. Machen wir hier nochmal einen dran. Genau. Dann geht das auf jeden Fall. So. Hier noch ein. Ah. Die können wir uns schenken. Scharf ist gut. Ah, es gibt's doch gar nicht. Bleibt doch da oben drauf. So. Genau. Und wir haben nicht genug Zaun. Das macht jetzt aber nichts. Wir haben auf jeden Fall jetzt einen Haufen Strecke schon hinter uns. Aus müssten wir sowieso erstmal Holz besorgen jetzt. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen Platz. Das füllen wir mal kurz auf. Gut. Hätte ich jetzt auch mit Cleanstone machen können. Na, mal schauen, wenn Cleanstone da ist. So, die Sandminen haben wir erreicht. Eine Schaufel haben wir auch dabei. Das heißt für uns, wir könnten die Sandmine sogar schon starten. Ich glaube, ich hätte am Anfang des Videos mal erzählt oder der Aufnahme erzählt, dass es doch recht warm ist. Ich nur ein Fenster aufhabe von zwei. Ist doch recht unangenehm. Muss ich sagen. So. Das ist die Grenze. Und hier bauen wir jetzt mal so fleißig erstmal ab. Da hinten sieht man einen Haufen Dschungel, den wir glücklicherweise nicht mehr beziehen werden. Ich wüsste nicht wieso, weshalb, warum. Ein Dschungelbaumhaus haben wir schon. Ich würde lieber mit einem vernünftigen Stützpunkt anfangen. So, hier ist unterirdischer See. So. Auf jeden Fall erstmal hier alles abbauen. In einer meiner letzten Folgen, oder in den letzten zwei Folgen, habe ich über meine Spielwelt geredet. Ich habe da mittendrin aufgehört. Die läuft, ist ja zurzeit als Let's Play. Oder lief als Let's Play only für Webseitennutzer oder aber für Facebook-Nutzer. Um halt zu gucken, wer, wie viele Facebook-Nutzer, beziehungsweise, wie soll ich sagen, Webseitennutzer ich habe. Die Webseitennutzer konnte ich rausfiltern, indem ich einen Zähler auf meiner Webseite habe, der diese Videos oder halt die Verlinkung zu diesem Video, na, ist auch falsch ausgedrückt. Ich habe einen Zähler, der die Seitenaufrufe zu dem Link, zu dem Video mitzählt. Und auch nur die, die nicht zu dieser Seite gehören. Das heißt, für Leute, die ich als Webmaster habe eine Möglichkeit, auf diese Seite zu gehen, ohne dass ich gezählt werde. Sage ich es mal so. So, und dadurch konnte ich natürlich sehen, wie viele Aufrufe es zu diesem Video gibt. Oder halt, wie viele Nutzer es gibt. Die Statistik, wie viele Facebook-Nutzer oder wie viele Website-Nutzer ich habe, gebe ich natürlich nicht bekannt.
Das ist mein eigentlich kleines Geheimnis. Aber ich werde dieses Video, oder es ist sogar schon dieses Video, also das letzte Show-Video von der Spielwelt, bei YouTube bekannt. Ich hatte vor, oder ich hatte es vor, eine Woche lang dieses Video nur only Facebook oder only, beziehungsweise only Webseiten vorzuenthalten, um halt der Statistik bei YouTube ein bisschen auf den Grund zu gehen.